Guten Tag, da sind wir wieder. Was tippen wir denn heute? Wir tippen heute 2-1. Ja, der Klassiker, den tippe ich auch. Ich habe 4-0 getippt. Wie viel 4-0? Du tippst ja immer hoch. Jetzt hat er 8-0 getippt. Aber war ja nicht weit weg. Nee, das klappt heute. Okay, dankeschön. Bitteschön, ciao, ciao. So, heute geht es nicht in S4 und auch nicht im Familienblock, sondern heute geht es in die Loge, ganz nach oben. Und zwar da. Ja, heute mal aus der HTB-Loge, HTB-Bau GmbH, die uns eingeladen haben und deshalb heute mal eine ganz andere Perspektive. Was tippen wir heute? Ja, was wollen wir sagen? Ich würde sagen, 2-1 wären wir mit zufrieden. 2-1? Wären wir mit zufrieden. Ja. Ich bin ein bisschen optimistischer auf 4-0. Ja, ne? Ja, schauen wir mal. Aber das letzte Spiel da in Bocholt, das war ja nicht so überzeugend. Ja. Und da wollen wir froh sein, wenn wir heute 2 Punkte kriegen. Drei Punkte kriegen. Ja. Gut, dankeschön. Was wird denn heute? Ich tippe 3-0. Ich tippe 2-0. Ja, 4-0 habe ich getippt. Schauen wir mal. Haben wir noch Aufstiegschancen oder ist das so abgefahren? Schwer, ist heiß. Ich sag, die Saison ist noch offen, komplett insofern. Ja, ich sag, wenn wir heute gewinnen, gegen Düren gewinnen, ne, dann ist wieder. Ja. In Wuppertal gewinnen. Dann ist alles offen. Schon. Dann ist alles offen. Machen wir. Ja, alles klar. Danke. Bitte. Gucken wir mal, wenn er recht hat. Ne? 3-2 tippe ich. 3-2? Ja. Okay. Haben wir noch Aufstiegschance? Ja. Ja, sicher. Okay. Danke. Ich hab 4-0 getippt. Okay, da sind wir da dran. Was meinst du, haben wir noch eine Chance auf den Aufstieg? Ich sag ja, mit ein bisschen Glück, aber werden wir am Ende der Saison sehen, würde ich sagen. Oder? Also auch wenn wir jetzt heute gewinnen, Jürgen gewinnen, in Wuppertal gewinnen, dann ist alles möglich. Dann schaffen wir es. Alles klar. Okay, danke. Wie aufgeregt sind wir denn heute? Ganz aufgeregt. Aber nein, eigentlich nicht aufgeregt, es geht ja 3-1 aus. 3-1, okay. Nee, 3-0. Ja, dafür 1-0. Ja, heute in der Loge, ne? Ja. Zum ersten Mal. Ist schon sehr angenehm bei den Fans. Sehr angenehm, ne? Also muss man sagen. Essen reichlich, und reichlich, ja. Also das kann ich nicht jedes Mal machen. Komm, Frank, hier soll ich einen Tipp von dir haben. Wie spielen wir heute? Wie spielen wir heute? 3-0 für Alemannia. 3-0? Okay, ist auf 4-0. Alles klar. Der Welcher gibt einen aus? Machen wir so. Danke. Bitte. Anstoß und jetzt sind wir gespannt, ob ein 4-0 wahr wird oder nicht.
Torschütze. Bettmann 21. Anto. Da gibt der neue Spielstand die Alemannia. Vielen Dank. Danke, danke. 1-0, Anton Heinz. Wunderbar, oder? Schön abgestaubt. Guten Richter. Schöner Schuss, Torwart hält. Anton Heinz steht bald richtig, nicht mehr abseits. Ein richtiger Torjäger, ne? Unser Anton Heinz. Hat er jetzt 6? 5? 6? 6? 6? Aber 60 Minuten, es läuft. Guter Start. Mein Tipp ist noch drin. Einseitige Partie, würde ich sagen. 90% des Spiels findet in der Gebietrunde Hälfte statt. Klar überlegen. Letzte Torschance für die Führung noch ein bisschen. Da könnte man noch ein bisschen zielstrebiger sein, aber Wiedenbrück ist harmlos nach vorne. Hatte gerade erst die erste Ecke weit drüber. Von daher sieht alles nach einem souveränen Auftritt aus. Ich könnte fast sagen, ein lockerer Sieg, ne? Aber ja, machen wir mal ab. Ist doch ehrlich, nicht vorbei. Locker geht nicht weiter bei dir. Ja, aber machen wir mal ab. Macht Spaß zu gucken. Wiedenbrücker Fan, Druck eskaliert. Nachspielzeit präsentiert von Kettekopf von Teberdienst. Eine Minute. Ja, Halbzeitfazit, ne? Die letzten 10 Minuten war Wiedenbrück tatsächlich besser geworden, besser im Spiel, zwei dicke Chancen. Ja. Einmal ausgerutscht, ne? Hier von uns einer. Genau. Struic. Man lässt eben durch. Einfach einen Moment zu viel Platz. Ja. Eben noch gelobt, die Alemannia, die erste halbe Stunde, glaube ich, ziemlich ordentlich, stark. In den letzten 10 Minuten kommt der Gast ein bisschen besser. Ja. Viele Torschüsse auch, Eckbälle. Ja, eben noch eine dicke Chance, ne? Den da noch der Jon rausgefischt hat. Ja, man muss aufpassen und weiter dranbleiben. 2-0 am Ende. Kein Selbstläufer. Okay, dann gucken wir, wie die zweite Halbzeit ist. Also bisher hat selten jemand von mir gekniet. Ja, du bist der Erste. Ich bin der Erste. Du bist der Erste. Deshalb sprich schnell, ich kann nicht lange. Also, nein. Ja, Alemannia hat gut angefangen, fand ich. Aber dann war die Luft raus, glaube ich. Ja, letzte halbe Stunde, ne? Also die halbe Stunde war gut, die letzten 10 Stunden noch ein bisschen. Ja, ja, richtig. Aber danach muss ich sagen, hätte ich eigentlich mehr erwartet. Ja. Haben sie wieder die Wiedenbrücker ins Spiel kommen lassen, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich hoffe, dass sie zweite Halbzeit wieder ein bisschen dranziehen, ne? Ja, ich hoffe es auch, ne? Vor allen Dingen brauchen wir heute die 3 Punkte. Ja. Sonst sind die Fälle. Uns alle weg. Ja, aktuell, ne? Fortuna Köln liegt 3-1 zurück, ne? Gegen Gladbach. Oh, ja. Das ist ja toll. Ja, wichtig ist, dass Düren morgen mindestens ein Entschieden spielt. Ja, wenn die gar gewinnt da, ne? Aber natürlich am Samstag hier die Bude voll. Aber die Bude voll, ja. Ja, das war meine Lieblingsspiele. Okay. Nein, aber sonst muss ich sagen, es muss mehr nach vorne gespielt werden. Ich spiele mir zu viel nach hinten, immer wieder hinten quer. Und dann müsste eigentlich auch ein langer Ball kommen, weil der Rammer ist ja schnell, ja? Aber der muss auch mal angespielt werden. Ja. Ja? Und was ich gar nicht verstehe, dass beim Eckball von Wiedenbrück keiner von uns mal ein bisschen weiter vorne steht. Die ganzen kommen ja nach vorne. Da muss doch einer mal dann einen Konter machen können. Ne? Aber gut, ich bin ja kein Trainer, dafür haben wir ja einen. Genau. Alles klar, Dankeschön. Gut, bis dann. Ne? Gut. Thank you.
eine Stunde rum und naja, irgendwie ein bisschen verwuchstet das Ganze, ne? Das Beste ist, wir führen immer noch 1-0. Ich glaube, Wiedenbrück ist ein bisschen besser aus der Pause damals hier. Wir kommen so langsam wieder, aber ja, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, Rasnitsch. Genau, Rasnitsch raus, ne? Zulak rein. Ja, Systemumstellung. Zwei Stürmer jetzt nach vorne. Abwehr hinten verstärkt und ja, mal abwarten. Bisher ist es ungenau nach vorne. Ne? Da ist noch viel Luft nach oben. Genau. Ich schaue immer mit einem Auge so aufs Spielfeld. Aber da passiert noch ein bisschen. Ja. Leider nicht. Aber naja, wir führen noch. Genau. Das zählt. Das Spiel lebt von seiner Spannung. Spielerisch echt nachgelassen, zu ungenau nach vorne, wenig Torschancen. Der Platz tut natürlich sein Übriges mittlerweile, die Regenschauer sieht man ihm an. Aber ja, es ist spannend und davon lebt das Spiel auch. Ja, nach vorne geht nicht viel, ne? Ja, nach vorne, da ist. Torschancen ist durchaus mangelbar, zum Glück auf beiden Seiten. Aber bei so einem Wetter, bei so einem Platz, jetzt. Ball reinrutschen. Aufpassen. Die Wiedenbrücker, die sind sehr forsch nach vorne immer. Ja, das und, ist ja genau. Naja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Also mein 4-0, glaube ich, wird es nicht mehr werden heute. Ja. Wie ihr seht, schauen wir auch immer an der Kamera vorbei. Alemannia ist gerade im Angriff, aber der Torwart kann den Ball abfangen. Auch nichts leider. Naja. Leute, 1-0. Erste Halbzeit super gespielt, zweite Halbzeit, erste Hälfte, Katastrophe, haben wir beide ganz gesehen, aber danach gingen wir gut dran, oder? Ja, aber jetzt die letzte Viertelstunde, das war aber gut, ne? Also gut. Eben der Schuss knapp am Knick oben vorbei, wenn der drin gewesen war. Das war knapp, aber der letzte Schuss war ja auch, aber da war ein Ding. Ne? Hat der Wins gemacht? Naja. Oh, wie fandst du das Spiel? Das war spannend. Oh, immerhin. Ne, spannend. Alles klar, danke dir. Perfekt. Ja, Alex, 1-0 gewonnen. Ja. Gerade noch, also zwei Riesenchancen. Also einmal für Wiedenbrück, ne? Knapp am Knick vorbei. Da haben wir echt Glück gehabt. Das hätte das 1-1 sein können. Fast müssen, ja. Und und dann unser Wilms, ne? Ja. Also weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Läuft alleine auf dem Torwart zu, mehr oder weniger, und schießt zur Eckfahne. Schießt zur Eckfahne. Und unfasslich. Also. Ja, aber 1-0 gewonnen, also mein 4-0-Tipp. War es nicht geworden, aber 1-0 gewonnen, das ist wichtig. Ja. Spielerisch, es ist abgeebbt. Ne? Also von Anfang, wo wir das gesehen haben, wo wir euphorisch waren, ist das immer mehr irgendwie abgeebbt. Ne? Also Alemannia hat es sehr schwer getan. Wiedenbrück ist besser ins Spiel gekommen. Und wenn wir ehrlich sind, ein Unentschieden wäre man unverdient gewesen. Ne? Ja, nicht ganz unverdient. Also Sieg geht in Ordnung, aber
ja, haben ein bisschen mehr Matchglück, hätte Wiedenbrück ja auch einen Punkt mitnehmen können. Ja. Und ich glaube, man hat es an unseren Kommentaren gemerkt, jede Viertelstunde wurden die einen Tick schlechter. Oder, ja. Wiedenbrück ist besser ins Spiel gekommen mit der Zeit. Und ja, hat uns das Leben schwer gemacht, aber Hauptsache gewonnen. 3 Punkte. Genau, 3 Punkte. Jetzt kann Düren kommen. Schauen wir mal, was morgen passiert mit Bocholt. Ja. Und ja, ne, dann schauen wir mal, wenn die Dürner hier kommen, dass wir die auch knacken. Jedenfalls müssen wir da natürlich besser spielen. Also mit der Leistung, glaube ich, wird das schwer. Bis nächsten Samstag. Bis nächsten Samstag. Ciao.